Fraktion der Piraten spricht Herr Kollege Wegner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Die Menschen haben viele unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen darüber, was mit ihrem Körper geschehen soll, nachdem sie gestorben sind. Mindestens genauso viele unterschiedliche Arten gibt es, wie Menschen trauern und sich von Verstorbenen verabschieden und ihrer gedenken. Diese Wünsche und Vorstellungen sind mindestens so real wie die Menschen, die sie haben, und dürfen deshalb nicht ignoriert werden. Aufgrund dieser Vielzahl wird es im Zusammenhang mit Bestattungen und Totenkulten auch immer wieder Wünsche und Vorstellungen geben, die andere nicht nachvollziehen können. Diese unterschiedlichen Wünsche und Vorstellungen gehen sogar so weit auseinander, dass die Wünsche und Vorstellungen des einen von dem anderen als Würde und ehrverletzend empfunden würden. Aber sind das wirklich konkurrierende Wünsche und Vorstellungen? Schließen sich diese Wünsche und Vorstellungen voneinander aus? Ich meine nein. Denn wenn wir mit den sterblichen Überresten eines Menschen so umgehen, wie es sich der jeweilige Mensch gewünscht hat, sehe ich an keiner Stelle eine Würde- oder Ehrverletzung. Ich sehe schon eher eine Würde- oder Ehrverletzung, wenn dies eben nicht geschieht, wenn also den Wünschen des Verstorbenen nicht entsprochen wird. Dafür mag es in dem einen oder anderen Fall ganz vernünftige Gründe geben. Aber es gibt auch viele Stellen oder viele Sachen, die in dem Gesetz noch verboten sind, wo ich keine Erklärung für finde. Ich plädiere dafür, diese unterschiedlichen Wünsche und Vorstellungen über Beisetzung und Verabschiedung in größtmöglicher Freiheit zu respektieren und deren Umsetzung so weit wie möglich zu realisieren. Lassen wir Orte außerhalb von religiösen Friedhöfen oder Waldfriedhöfen zu, an denen sich auch Andersdenkende von ihren Lieben verabschieden können, wie sie es sich gewünscht haben. Geben wir den Menschen die Möglichkeit, ihrer Verstorbenen so zu gedenken, wie sie es wünschen. Unter der Beachtung eines aufgeklärten Miteinanders wäre es möglich, den unterschiedlichen Gruppen in unserer Bevölkerung die Umsetzung ihrer Wünsche und Vorstellungen zu gestatten. Wird in dem Gesetz aber leider nicht getan. In dem Gesetzentwurf sind die Möglichkeiten zwar minimal erweitert worden, aber dies reicht uns bei weitem nicht aus. Noch immer ist alles andere, außer das Bestatten der Asche Verstorbener, verboten. Deshalb empfehle ich meiner Fraktion, sich bei dem Gesetz zu enthalten, und zwar um den minimalen Verbesserungen, die es doch enthält, nicht im Wege zu stehen. Sehr gefreut, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und den Grünen, haben wir uns über Ihren Antrag, mit dem Sie die Nutzung durch Kinderarbeit hergestellte Grabsteine wirklich untersagen wollen. Denn wie so oft zeugte der von der Landesregierung eingebrachte Entwurf in diesem Zusammenhang eher von der Haltung, wasch mir, aber mach mir den Pelz nicht nass. Deshalb werden wir Ihrem Änderungsantrag natürlich zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wegner. Und für die Landesregierung spricht jetzt Frau Ministerin Steffens.